Barschweißlein-Pokémon mit dem Typ Wasser existiert seit der dritten Spielgeneration und entwickelt sich zu Milotic. Barschweiß ist ein kleines, fischähnliches Pokémon. Es verfügt über einen schmalen, hellbraunen Körper mit darauf verteilten unförmigen dunkelbraunen Flecken und drei schwarzen Streifen auf der Bauchseite. Seine Rücken sowie die Schwanz- und die Seitenflossen sind hellblau und wirken zerfetzt. Barschweiß hat einen rosafarbenen Mund sowie große, kreisrunde, weiße Augen. In der Shiny-Form hat er einen fliederfarbenen Körper mit lilafarbenen Flecken, seine Flossen hingegen sind silbrig-grau. Barschweiß ist ein sehr schwächliches, behäbiges Pokémon. Es kann fast keine Attacken erlernen. Neben dem effektlosen Platscher greift es Feinde mit Tackle oder Dreschflegel an. Sein träges Wesen macht sich in der Fähigkeit Dösigkeit bemerkbar, die verhindert, dass es von Anziehung betroffen werden kann. Andere Exemplare mit Wassertempo können sich im Regen flink fortbewegen. Und Barschweiß Anpassungsfähigkeit findet sich bei einigen Vertretern seiner Art in der versteckten Fähigkeit Anpassung wieder. Barschweiß fleckiger Körper und seine fetzenartigen Flossen sind dafür verantwortlich, dass das Fisch-Pokémon für sein miserables, lumpenartiges Aussehen berühmt und verschrien ist und als eines der hässlichsten Pokémon gilt. Die meisten Menschen ignorieren es deswegen weitestgehend. Einzig einige Forscher interessieren sich für seine erstaunliche Lebenskraft. Barschweiß ist ein sehr unkompliziertes, anpassungsfähiges Pokémon. Es ist sowohl in Süß- als auch in Salzwasser anzutreffen und liebt Wasserflächen, die reich an Tang, Schilf und anderen Wasserpflanzen sind. Zwischen diesen verbirgt es sich in kleinen Gruppen. Auch schmutziges Wasser oder vorübergehende Trockenheit hält das abgehärtete Pokémon aus und frisst einfach alles. Trotz seiner robusten Gestalt ist es vergleichsweise selten und nur in ganz wenigen Gebieten anzutreffen. Dabei ist Barschweiß ein Basis-Pokémon und kann sich zu Milotic weiterentwickeln. Es verändert dabei seine Gestalt komplett und verwandelt sich von einem hässlichen Fisch zu einer eleganten Seeschlange, welche als eines der schönsten Pokémon überhaupt gilt. Dementsprechend wird die Entwicklung in den Spielen ausgelöst, wenn Barschweiß einen hohen Schönheitswert erreicht und im Level aufsteigt oder eine Schönschuppe trägt und getauscht wird. Und mit seinem Typ Wasser nimmt es halben Schaden gegen Stahl, Feuer, Wasser, Eisattacken, doppelten Schaden gegen Pflanzen und Elektroattacken und der Rest macht normalen Schaden.